Der Sieg, Jungs, wird in den Köpfen entschieden, wenn wir rausgehen. Da wird entschieden, ob wir gewinnen, Jungs. Nicht im Spiel. Jeder muss bereit sein, Jungs, sich zu opfern für den anderen. 90 Minuten, dann ist das Spiel rum, Jungs. 90 Minuten haben wir die Zeit, Männer. Wir gehen raus. Nur Sie! Hallo, ich bin Donja. Ich bin Holger. Hallo, Holger. Vielen Dank. Wattenscheid 09, ein Traditionsverein der vierten Liga. Für über eine Woche ist das hier mein Arbeitsplatz. Ich will wissen, wie sieht's aus hinter den Kulissen eines Regionalligisten? Schön. So, das ist Donja vom WDR, die begleitet uns jetzt eine Woche und ist eigentlich jetzt die Zeugwartin in Assistenz für eine Woche. Das ist die geilste Regionalliga-Mannschaft, mindestens der Regionalliga West. Und sie nennt jetzt auch noch alle Namen auswendig. Ab. Sehr gut, Holger. Ja. Die Jungs gehen auf den Platz. Wir gehen in die Umkleide. So, der Trockner ist auch durch. Holger ist angestellter Zeugwart. Zuständig für alles, was die Mannschaft braucht, auch für die Wäsche. Zeugwart ist er seit 3 Jahren. Wattenscheid-Fan, seitdem er denken kann. Vielleicht sieht das auch jemand und sagt, mein Gott, haben die schäbige Handtücher und spendet uns dann neue. Das wäre nicht schlecht. Das wäre gut. Weil kohlemäßig ist... Eher so semi. Ja. Aktuell. Stimmt das, dass ihr vor 1,5 Jahren die Spieler noch mit Lebensmittelmarken bezahlen müssen? Nicht mit Lebensmittelmarken, aber die durften sich bei unserem damaligen Sponsor eine Dose Ravioli als Beispiel holen. Mittlerweile werden die Gehälter pünktlich gezahlt. Mann, so. Ach Gott. Müssen wir darüber sprechen? Nee, über Geld reden wir nicht. Aber ich meine, jetzt sind das so 1000 oder... Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendjemand mit mehr als 1000 Euro nach Hause geht. Wenn Holger mit der Wäsche fertig ist, setzt er sich manchmal beim Training dazu. Ich liebe dieses Geräusch. Ich könnte da stundenlang zuhören. Okay, 2 Kontakte. Hm? Ja, ich finde das so super. So, dass der Ball immer kurz vor euch fast vorm Schritt liegen bleibt. Klopp. Jungs, das ist wichtig, Freddy. Wenn wir schon die auf einer Seite haben und bauen Druck auf, dann richtig. Nicht so halbe Sachen, sodass er das Spiel verlagern kann. Das ist Cello Diallo, Stürmer. Er ist neu im Team. Er ist aus Guinea geflüchtet. Fast wäre er abgeschoben worden. Aber der Trainer hat sich für ihn eingesetzt, Anträge geschrieben, war mit ihm bei Behörden. Der Verein hat ihm auch eine Ausbildung besorgt. Sie wollen ihn halten. Also wie lange spielst du jetzt Fußball? Ja, hier in Deutschland 4 Jahre schon. Und vorher? Vorher habe ich natürlich auf der Straße gespielt. Wo? In Heimat auch. Straße. Auf der Straße? Ach so. Ohne Trainer. Ohne Trainer. Ohne Fußball, wie wäre dein Leben sonst gewesen? Ganz anders, also natürlich. Also vielleicht dann hätte ich nicht hier in Deutschland geblieben, glaube ich. Ohne Fußball vielleicht hätte ich nicht jemand, dem ich helfen kann. Und klar, mit Fußball und so. Der Trainer hat mir viel geholfen und so. Die Spieler sind Amateure. Sie trainieren trotzdem jeden Tag. Außer es ist ein Spiel oder der Trainer gibt mal frei. Fast wie bei den Profis. Jetzt kommt die Modeberatung. Modeberatung? Genau. Ich muss mal eben gucken. Okay. Weil der Bonner ist C. Morgen hat Wattenscheid ein Auswärtsspiel in Bonn. Ja, man telefoniert ja mal vorher, in welchen Farben spielt und so weiter. Und die haben ja geschrieben, Trikot blau, Hose blau, Stutzen rot. So, und dann habe ich mir gedacht, wir spielen in grauen Trikots, graue Stutzen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was sieht besser aus. Dazu eine weiße Hose oder eine schwarze Hose? Das entscheidest du? Ja. Die einzige Entscheidung, die ich treffen darf. Und du entscheidest jetzt, welche Hosenfarbe wir tragen. So. Boah, nachher, und dann, wenn es dann irgendwie, wenn die verlieren, dann heißt es, weil ich natürlich die Farbenhose falsch bestimmt habe. Ja, natürlich. Einer muss ja schuld sein. Wie ist das hier mit dem Aberglauben? Oh, der ist schon sehr hoch. Aber eine Zeit lang haben wir dann gedacht, nee, wir haben letztes Mal in dem Trikot gewonnen, also spielen wir jetzt so lange, aber es geht leider nicht immer, ne? Es geht leider nicht immer. Schwarz. Eindeutig. Der große Blonde vor mir, das ist Norm. Hier sagen alle Nobby. Er hat einen Termin bei Bucki. Nico Buckmeier ist der Kapitän. Er schneidet ihm die Haare. Nobby, bist du jetzt aufgeregt? Ich muss jetzt echt gucken. Ihr wisst, unter Druck mache ich auch Fehler. Nobby, geh aufs Safe, mach einfach Platz. Aber bist du auf
Friseur? Ich mache das echt einfach so. Ich hab nichts gelernt, gar nichts. Ich verkaufe Versicherungen. Ein Friseurbesuch bei Norm kostet 5 Euro für die Mannschaftskasse. Machen wir. In dieser Saison ist Buki bisher sein einziger Kunde. Ich habe Sport studiert. Sport studiert? Ja. Und wie läuft das denn? Ihr verdient zwar was, aber jetzt nicht so, dass es... Also nicht so wie die Profifußballer. Es ist halt so, manche verdienen hier so, dass man halt gerade davon leben kann. Also für mich war es neben dem Studium super, dass ich halt nicht arbeiten gehen musste. Also ich hatte ein bisschen mehr Geld als ein Student, der für 450 Euro Kellner geht. Aber ja, viel mehr dann noch nicht. Und was macht der Kapitän? Der Kapitän ist Azubi, Sport- und Fitnesskaufmann. Hier direkt um die Ecke. Bin auch, wenn alles gut läuft, dann im Januar fertig und ausgelernt. Viele haben halt auch noch den Traum, Profi zu werden. Wie ist das bei euch? Ja, also ich würde nicht arbeiten, also ich habe den Traum nicht mehr. Irgendwann muss man den halt auch mal begraben. Wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Ich bin 25, Buki ist auch noch 25. Was heißt das? Ja, der Zug für uns ist, also ich persönlich glaube, mein Zug ist abgefahren, um Profi zu werden. Ja, wie die anderen das sehen, weiß ich nicht, aber für die meisten in meinem Alter wird er auch abgefahren sein. Klar, man kommt davon als Junge so, ne, Anfang 20, aber wenn man dann merkt, man kommt aus der Liga hier so nicht wirklich raus und da muss man sich auch Gedanken machen. Ne? Man merkt immer oder man sieht immer wieder Jungs, die dann irgendwann Ende 20 sind oder Anfang 30 und dann irgendwann versuchen, eine Ausbildung zu machen. So spät wollte ich es nicht machen, deswegen dann lieber jetzt. Du hast noch hier... Ich habe noch dein zweites Standbein. Das ist mein drittes Standbein, genauso. Was macht ihr da? Du weißt ja, Fitnesswerbung. Achso. Spieltag. Ich fahre mit dem Fanbus nach Bonn. Von ungefähr 30 Leuten wollen nur die 6 ganz hinten mit mir reden. Wie nennt man die Gruppierung, die sich jetzt gerade nicht zeigen will? Was sind die? Ja, das ist dann, ich sag jetzt mal, mehr die aktive Szene. Ja. Nennen sich auch Szene. Ja, ich sag mal so die Kategorie B. Ja, und hier hinten haben wir Kategorie A. Die ganz friedlichen. C haben wir Gott sei Dank nicht. Das wäre dann nochmal eine ganz andere Kategorie, aber die braucht, glaube ich, auch kein Verein. Und du als Fanbeauftragter für B, musst du öfter da mal was machen? Ja, sicherlich muss man ab und zu mal in die Bresche springen. Macht man ja aber auch gerne, gehört ja mit dazu. Was heißt das zum Beispiel? Ja, wenn was vorgefallen ist, dass Ausschreitungen gewesen sind oder Sachbeschädigungen, dass man dann dementsprechend dort auch mit den anderen Vereinen spricht. Senna, Berger, Prost! Was macht denn so ein Wattenscheid-Fan aus eigentlich? Kann man das so sagen? Ist das wie so, ist das wie ein Schalke-Fan? Nein. Die Frage ehrlich zu beantworten, du musst verrückt sein. Um Wattenscheid-Fan zu sein? Nee, natürlich, für normale Leute ist das hier nichts. Du musst wirklich verrückt sein und auch extrem leidensfähig. Musst du sagen. Mit Herz dabei. Ja. Mit Herz. Alles dahinter ist deine kleine Familie. Kein Drängeln, keine Schlangen. Und anders als in der ersten Bundesliga gibt es hier immer Tickets. Für jedes Spiel. Es sind knapp 600 Leute im Stadion. Circa 70 sind Wattenscheid-Fans. Tor für Wattenscheid. Sello Diallo macht es. Ausgerechnet er. Bei seinem ersten Spiel für Wattenscheid. Gestern hat Sello erst die Spielberechtigung bekommen. Auf dem Platz läuft's gut. Aber wir sind bei den Fans von Kategorie B weiter nicht willkommen. Ja, das gehört sich da einfach nicht. Wir werden beleidigt und angepöbelt. Spaß macht das hier nicht. Kein Mensch mag euch. Warum? Warum? Was wollt ihr hier? Ganz wir wollen Film machen über Wattenscheid und Norm, da gehören die Fans dazu. In der Halbzeit werden ein paar Wattenscheid-Fans aus dem Stadion begleitet. Sie hatten wohl versucht, aufs Spielfeld zu stürmen, sagt mir die Polizei später. Ich war da schon mit Daniel verabredet. Er ist Pressesprecher von Wattenscheid 09. Er macht das Live-Radio. Die Bonner bringen den Ball nicht nach vorne. Jetzt kommt der Ball rein. Noah Koschowski im 1 gegen 1, gefährlich. Da muss Julian Popovic den Ball klären. Tut er auch, wird geblockt. Das müsste Einwurf geben. Und da ist das vorbei. Wir gewinnen 1:0 bei Bonner SC.
Freddy, ein ganz wichtiger Sieg. Glückwunsch an die 09er und an Farah Toku. Mann, ey. Daniel ist eigentlich bei jedem Spiel dabei. Glückwunsch! Er ist seit über 30 Jahren Wattenscheid-Fan und macht das alles ehrenamtlich. Cool. Ja, geil. Ey. Puh. Jetzt schnell zu den Interviews. Ja. Glückwunsch! Glücksbringer. Hoffentlich. Glückwunsch, Glückwunsch! 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 Ja, und Entschuldigung. Nein, du musst dich doch nicht entschuldigen. Ja, geht doch mal gar nicht so weit, ne? Ja, aber du musst dich doch nicht entschuldigen. Ja, für die Menschheit. Es sind immer dieselben Assis. Daniel macht nach den Spielen Interviews. Für die Homepage und fürs Internet. Manchmal hat er keinen, der die Kamera hält. Heute mache ich das. Was für ein Debüt. Erstes Spiel für die SG 09 und gleich den Siegtreffer erzielt. Wie fühlst du dich? Ja, super, ja. Ich habe lange diese Tage drauf gewartet. Ne? Zurück dürfen wir mit dem Mannschaftsbus fahren. So ist die Stimmung, wenn ihr gewinnt, oder was? Ziemlich lahm, ne? Ja, voll! Du lernst ja den echten Fußball kennen, ne? Das ist der echte Fußball? Ja, wenn alle alles gegeben haben, sind alle müde nach dem Spiel. Das ist normal. Auf so einer Busfahrt sind dann immer alle gechillt drauf. Warum hast du das dabei? Ich war dann hier, von deiner Freundin. Zurück in Wattenscheid. Ihr geht jetzt nach Hause? Und wir waschen eure Unterhosen. Alles nass. Ja, es ist Männerschweiß. Echter Männerschweiß. Handtücher? Ich will das. Nein, ich will das. Das stinkt nicht so stark, ich mach das. Sehr gerne. Ich zieh das jetzt mal in der Mitte hier. Wenn dich jetzt zum Beispiel Schalke oder Dortmund als Zeugwart abwerben wollen würden. Ja. Schwer. Was würdest du es machen? Ich denke, ich würde es nicht machen. Fühlt sich dann wie ein Verräter oder was? Etwas. Aber ich könnte da auch, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Zeugwart beim Bundesligisten XY und würde dann jubeln, weil die ein Tor geschossen haben. Das wäre ja kein echter Jubel. Nein. Nee, also würde ich nicht machen. Aber die Spieler, die würden alle zu Schalke wechseln. Ach, der Trainer bestimmt auch. Ja, natürlich. Ja, können sie alle gerne machen. Bundesligaspieler wechseln ja auch viel schneller als Spieler in der Regionalliga oder noch oder Oberliga oder noch weiter tiefer. Nee, das wäre nicht echt, wenn ich dann da wäre. Ja. Also für dich? Gibt es nur den Verein oder gar keinen? Wo kommt das hin? Ja, in die ganz dreckige Abteilung. Was eine schöne Luft. Tag 4. Training ist fast immer um 3:30 nachmittags. Viele sind schon früher da. Matthäus! Auf den Tisch! Training! Training! Schlafmütze, du hast doch gerade noch Kaffee getrunken. Was ist los? Nach Kaffee bin ich noch müde. Hast du Urlaub oder was machst du schon hier? Schule, Junge, Schule. Wir warten alle. Ah, ich dachte, er erschreckt sich viel mehr. Wie viel habe ich denn noch? Eine Stunde. Eine Stunde. Eine Stunde noch? Bis zum Training, ja. Beziehungsweise bis der Nächste dich weg. Ja? Mehr als die Hälfte der Spieler macht eine Ausbildung, studiert oder arbeitet. Das sind dann lange Tage. Trainer Farah Toku ist auch da. Ist er eigentlich immer. Von morgens 10 bis spät abends. Das sind also die heiligen Hallen des Trainers. Sozusagen, ja. Und hier, ich habe gehört, verbringen Sie ziemlich viel Zeit. Ja, eigentlich ist mein zweites Zuhause hier, ne? Sozusagen, weil du hier sehr oft bist, ne? Weil vor dem Training, nach dem Training. Und was machen Sie dann da die ganze Zeit? Ja, Vorbereitung, ne? Entweder aufs Spiel schon oder aufs Training. Dass Fußball so viel Büroarbeit ist. Haben Sie nicht mal Musik an oder so? Gar nichts? Sie sitzen 10 Stunden hier drin. Doch, manchmal habe ich meine Entspannungsmusik da. Manchmal. Guck mal, so viel ins Grübeln, das ganze Leben, ne? Ja?
Kein Ball am Boden, 10 Liegestütz. Ball runter geht, konzentrieren, Jungs. Schön locker konzentrieren. Zeugwarte haben vor und nach dem Training viel zu tun. Während des Trainings ist Zeit zum Gucken. Okay, Jeff, fangen wir nicht an bei Matze. Jeff, krieg die raus. Die Verlierer des Trainingsspiels müssen zur Strafe ins Tor. Ja! Ja! Ja, runter, richtig so. Ja! Nee, du gehst mal schön rein. Du gehst schön rein. Bück du dich, das ist deine Aufgabe mehr nicht. Nach vorne gucken. Komm, Nick, halt durch, Bruder. Komm, Tiz, Schiebein. Komm, Tiz, Junge. Ja, wer kann? Ich hab deinen Arsch getroffen. Ja, tut nicht so weh, muss Waden treffen, Alter. Okay. Warum musste der jetzt noch da rein? Weil er zu schwach geschossen hat. Echt? Der muss schon durchziehen. Aber der wollte nett sein, vielleicht gegenüber. Geht nicht. Ja, deswegen. Wieso nicht? Nett sein gibt's nicht. Muss durchziehen, muss, ist Pflicht. Sonst kriegt der Ärger von mir. Keine Gnade. Nach dem Training ist Daniel da. Er investiert viel Zeit in den Verein, schreibt Spielberichte, schneidet Videos, kümmert sich ums Stadionmagazin. Alles ehrenamtlich, neben seiner Arbeit bei einer Versicherung. Ich habe tatsächlich gedacht, du kommst nicht. Okay, ja. Weil du mir geschrieben hattest, dass dein Vater gestorben ist. Und ich habe gesagt, okay, dann hast du jetzt so viele andere Sachen zu tun, das Ehrenamt kann warten. Und du warst trotzdem dann beim Spiel und hast trotzdem den Spielbericht und so geschrieben. Ja, weil mein Papa erstmal mich zum Fußball gebracht hat, natürlich mich das erste Mal nach Wattenscheid ins Stadion mitgenommen hat. Der weiß, wie sehr ich Wattenscheid liebe, den Fußball liebe, aber auch die Nähe der Jungs wieder. Ne? Das war halt auch nochmal wichtig, weil die Jungs dann auch Anteilnahme schon an dem Tag selber, weil sie es mitbekommen haben, per Nachrichten und so weiter. Haben sie dir geschrieben? Ja, oder? Genau, der eine oder andere hat geschrieben. Und ja, auch in Bonn dann selber, ne, wenn du dann mit den Jungs feierst und sie dir Beileidsbekundungen auf den Platz geben, dann zeigt halt einfach, dass wir eine geile Familie sind hier in dem Verein. Und deswegen, glaube ich, war es für mich richtig und für meinen Papa war es auch richtig. Auf jeden Fall. Es klopft. Vor dem nächsten Auswärtsspiel. Anna macht manchmal Lunchpakete für die Jungs in ihrer Freizeit. Hallo. Mausi hat Sachen gebracht. Ja, genau, ich hab alles mit. Ach, du bist ja wie das denn alles. Ja, wir brauchen eine Kiste. Hi. Was gibt's alle? Laugenstangen. Oh. Guck mal, das ist das Wichtigste. Obst und weg, der braucht kein Mensch isst Obst. Hi, hallo. Guck mal. Hi. Hallo. Nimm. Danke. Bitte. Thiers hat Mettwürstchen gespendet. Sehr gut. 40 Stück. Mhm. Und ich habe aber noch Käse eingepackt, wer für die kein Schweinefleisch essen dürfen. Ne? Wie kommt diese Fanliebe? Woher kommt die? Ja, seit 25 Jahren gehe ich hin. Ne? Mein Papa hat mich mitgenommen und ich bin hängen geblieben. Ne? Mit 12 habe ich mein erstes Auswärtsspiel mitgemacht. Nach Hamburg durfte ich dann mit. Ja, und seitdem man eigentlich kaum ein Spiel verpasst. Was bei meiner Hochzeit, da hatten die Mannschaft uns dann als Dankeschön ein Trikot geschenkt. Und der Holger. Ja. Wann hast du geheiratet? Letztes Jahr, am 19.09. natürlich. Ja, ist sehr schön. Sag mal. Sani? Ja, einfach er nimmt im Dings, ne? Sani in Halbzeitpause. Du siehst doch nicht. Alle kurz gucken. Er so. Sani kann auch geil sein. Was macht ihr schon wieder? Ich bin fast zu spät und direkt Kamera. Ja, das ist wegen zu spät. Und falsch gekleidet, super, da kommt gut. Ja, genau. Was, ich habe noch Zeit, oder? Sehr gut. Holger, das ist hier ausgewählt. Richtig. Ich dachte. Hey, Bro. Hier begrüßt jeder jeden mit Handschlag. Das will der Trainer so. Es geht nach Köln. Man könnte denken, wir fahren an die Nordsee. Und warum müsst ihr das machen, ihr beiden, und die anderen machen nichts? Ich bin der Jüngste. Das heißt, ich muss so oder so tragen. Ja? Ja. Auf der Hinfahrt sollen wir nicht drehen, damit die Jungs sich hundertprozentig aufs Spiel gleich konzentrieren können. Warm machen für Tabellenführer Viktoria Köln. Hier verliert Wattenscheid fast immer. Das letzte Mal 8:3. Daniel ist natürlich auch wieder dabei. Komm rum.
Heute soll der Viktoria-Fluch gebrochen werden. Komm mal. Jeder muss von der ersten Minute an, Jungs. Von der ersten Minute an, wenn wir rausgehen. Muss er nur den Sieg im Kopf haben. Nichts anderes. 90 Minuten haben wir die Zeit, Männer. Wir gehen raus. Nur Sieg! Auf geht's, Jungs. Raus, kommt, Männer. Oh mein Gott, komm, Junge. Lauf, arbeiten, komm. Nichts will ich da sehen, Herr, über die Seite. Komm, ärgern die beiden alles ab. Abendspiel. Mitten in der Woche. Anna ist trotzdem dabei. Die Stutzen hier, die gehörten ja auch schon längst im Müll. Aber wir haben damit in Bonn gewonnen. Laufmaschen drin, Löcher. Aber weil ihr in Bonn damit gewonnen habt, ziehst du die an? Ja, bis wir wieder verlieren. Dann kommt ihr aber wirklich im Müll. Genau. In der ersten Halbzeit läuft nichts. Nein! Tor für Viktoria. Druck! Wattenscheid hält dagegen. Schreit den Buck mal nicht so an. Reicht aber nicht. Und wie ist das beim Mannschaftsarzt? Wie viel ist jetzt Fan sein und wie viel ist Arbeit? Arbeit ist das gar nicht. Das ist schon Herzblut. Das ist jetzt hier nicht Ihr Ehrenamt, oder doch? Doch, wir machen das ehrenamtlich. Ist eigentlich auch ein bisschen ein Träumchen. Ne? Also kann man ja auch mal so sagen. Ne? Das ist ja nun mal der Verein, wo man als Kind hingegangen ist. Und auf einmal arbeitet man. Ja, und auf einmal arbeitet man da, wo man früher von geträumt hat. Das Spiel ist vorbei. Wattenscheid verliert 1-0. So nah dran. Schade. Trotzdem, Jungs, gutes Spiel, Jungs. 90 Minuten, gutes Spiel, richtig Parole geboten. Die zweite Halbzeit gehörte nur uns, keine anderen, Jungs. Deshalb Kopf hoch. Geht abklatschen, wir sehen uns morgen in Alter. Komm, Jungs, komm. In den 90ern hat Wattenscheid in der ersten Liga gespielt. Davon ist der Verein heute weit entfernt. Kann der Espresso? Einige der Jungs haben aber schon mal in höheren Ligen gespielt, waren also richtige Profis. Du warst doch auch schon oben, zweite Liga. Und war es anders? Ja, aber alles hier? Ja, klar. Ja, aber alles so Show, ne? Viel, das gar nicht mit Fußball zu tun hat. Zum Beispiel? Alles, was ist das? Man weiß das schon so, mit Autos, mit Kleidung, mit alles. Spielt wichtige Rolle, ne? Ja. Musst du dein Geld zeigen, eigentlich? Höhere Liga, größeres Ego wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, was alle Fußballer gemeinsam haben, ist, dass wir alle aus demselben Grund angefangen haben, einfach früher. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Ja, weil es einfach Spaß gemacht hat, Fußball zu spielen. Seit 10 Jahren warten wir auf dich. Ja, was soll ich machen? Norm, der Friseur, ist wieder da. Er hat 4-mal Training und 2 Spiele verpasst. Wo warst du so lange? Arbeiten. Norm war auf einer Fortbildung. Dafür hat er sich beim Trainer abgemeldet. An 4 Spieltagen hat er noch keine Minute gespielt. Es ist immer ein Spagat zwischen Arbeit und Fußball. Videoanalyse, wie vor jedem Spiel. Norman, wie war es auf Arbeit? Ja, war lehrreich. Schon wieder? Ja, mit Knechten an. Ja? Du machst das schon, Junge. Danke. Vollstes Vertrauen bei dir. Fußball nicht mehr so, aber Job. Danke. Aber nette Freundin hast du, das ist auch gut. Sag ich dir. Guck mal, du bist wieder da und ich rede wieder über dich. Herrlich, oder? Ja, ist schön. Das heißt, ich habe dich vermisst. Ne? Das ist so ein Signal. So. Emre, was suchst du? Hoffentlich mal das Tor, ne? Ja, hoffentlich. Okay, Jungs, ich habe jetzt das Spiel genommen gegen Dortmund, jetzt am Mittwoch. Ne, was Dortmund richtig gut den ganzen Tag schnattern die Jungs. Aber wenn der Trainer spricht, dann ist Schluss. Es ist ganz klar, wer der Chef ist. Ist eigentlich eine gute Lösung, um das Ganze zu überbrücken. Wenn der Trainer sowas mir sagt.
Das ist immer bei uns das so ein bisschen so eine Hassliebe. Also, er drückt mir sehr oft Sprüche. Jetzt natürlich noch mehr, weil ich so selten da bin. Aber nichts Besonderes, ganz normal. Du könntest ja vielleicht eine Klasse drunter spielen oder zwei. Und dann könntest du ja auch mal ein paar Mal fehlen beim Training, aber könntest dann auch immer spielen. Das ist richtig, ja. Aber also ich hatte auch die Möglichkeiten, theoretisch zu wechseln und dann eine Klasse tiefer zu gehen, wie du schon sagst. Aber ja, dafür liegt mir die Mannschaft zu sehr am Herzen. Macht ja einfach Bock, mit den Jungs zu zocken. Und dann sitze ich lieber mal auf der Bank oder halt auf der Tribüne, wenn die jetzt wieder zu Hause spielen. Also spielen gar nicht so wichtig. Natürlich, spielen ist das Allerwichtigste. Aber die Jungs sind mindestens genauso wichtig. Wow. Trainer und Co-Trainer besprechen, wen sie für morgen in den Kader nehmen. Müssen wir gucken, wen wir hier rausnehmen. Ne? Wenn wir Norman rausnehmen, fehlen noch zwei. Nicht im Kader ist Norman, Nick und Chang. Alle anderen sind im Kader. Früh genug da sein, dass da nichts passiert. Okay, Jungs, bis morgen. Nur Sieg. Bis morgen, Jungs. Alles mitnehmen. Norm sitzt also auch morgen wieder im Publikum. Heimspiel. Revierderby gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ein Stehplatzticket kostet höchstens 10 Euro. Die echte Holzkohlebratwurst kostet hier 2. Gefühlt kennt sich hier jeder. Hallo, hallo. Genau, das ist mein Mann, hallo. Mein Vater, mein Onkel, hallo. Mein Bruder, meine Mama. Hallo. Die ganze Familie ist da. Hallo. So viel Disziplin, Herzblut und Ehrgeiz hätte ich in der vierten Liga nicht unbedingt erwartet. Diese Jungs lieben Fußball. Sie verdienen wenig, investieren aber viel. Holger und ich verpassen den Anpfiff. Die Wäsche musste noch in den Trockner. Komm, lauf, Emre, lauf! Da muss aber jemand helfen. Alleine gegen 4 geht nicht. Sauber, Junge, komm! Ob erste Liga oder vierte. Die Fans fiebern und leiden mindestens genauso mit. Heute läuft es irgendwie nicht. Tor für Oberhausen. Musste ja jemand passieren. Wenn du Fan von einem Regionalligisten bist, kriegst du vielleicht keinen Zauberfußball. Aber du kommst näher ran, kannst dich engagieren. Hier funktioniert der Verein durch Ehrenamtler und Angestellte, die mit Herzblut dabei sind. Rot-Weiß, Oberhausen. Nicht mal so eine beschissene Ecke kriegen wir hier. Das war's. Wieder verloren. Und diesmal nicht mal gut gespielt. Es gibt kein Treffen am Mittelkreis, nicht mal eine Traineransprache. Ich hätte mir einen schöneren Abschluss gewünscht. Aber so ist Fußball. Das nächste Spiel ist in einer Woche und morgen ist wieder Training. Tschö, Emre. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Das Beste. Für dich auch. Dankeschön. Sehr viel für Mutti.